Liebe Zuhörer, in ein paar Tagen werde ich meine Dissertation abgeben, weshalb ich für Anfang nächsten Jahres einen Job suche. Mit diesem Video möchte ich mich vorstellen. In meiner Dissertation setzte ich mich mit der Frage auseinander, welchen Einfluss hat Enterprise 2.0 auf die interne Unternehmenskommunikation? Dabei habe ich 4 verschiedene Organisationen untersucht und einige spannende Ergebnisse zutage gefördert. Das Spannende bei Enterprise 2.0 ist, dass es einige Best Cases gibt. Es gibt also riesige Potenziale in diesem Bereich. Dennoch scheitern auch sehr viele Projekte. Die Frage ist, wieso? Ich kann einige Gründe aufzeigen. Zum Beispiel ist eine wesentliche Frage, wie die informelle Kommunikation innerhalb dieser Medien formalisiert wird. Also wie werden die Kaffeeklatschgespräche innerhalb des sozialen Intranets in die Prozesse des Unternehmens eingebunden? Eine andere spannende Frage ist, wie viele Kommunikation sollte eigentlich transparent sein? Weil nicht alles, was im Unternehmen an Kommunikation existiert, sollte auch für alle einsehbar sein. In den letzten 3 bis 4 Jahren habe ich mich intensiv mit dem Thema Enterprise 2.0 beschäftigt. Natürlich würde ich gerne in diesem Bereich bleiben. Ich kann mir grundsätzlich 3 Bereiche vorstellen. Der erste Bereich wäre Beratung innerhalb von Enterprise 2.0. Dabei geht es einerseits um die Auswahl von dem richtigen Tool für einen bestimmten Kontext, aber andererseits auch um die Implementierung von diesem Tool. Als zweiten Bereich könnte ich mir vorstellen, in einer Firma zu arbeiten, die selber Enterprise 2.0 Tools baut. Einerseits könnte ich sicherlich helfen, die Usabilities von solchen Tools zu verbessern und andererseits auch beim Verkauf bzw. Implementierung zu helfen. Als drittes könnte ich mir vorstellen, in einer Firma zu arbeiten, die in den nächsten Jahren Enterprise 2.0 Tools intensiv einsetzen will. Dabei könnte ich bei der Implementierung und Etablierung dieser Tools helfen. Vielleicht ist mir jetzt aber auch noch irgendwas nicht eingefallen, was Sie aber trotzdem als relevant ansehen und für mich passend empfinden, dann schlagen Sie das ruhig gerne vor.